Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin in eigener Praxis niedergelassen, seit über 15 Jahren. Und heute geht es um das Thema Paracelsus, was Paracelsus schon sagte und wusste. Es gibt viele Kliniken, die nach Paracelsus benannt sind, Gesellschaften, Ärzte oder Heilpraktikergesellschaften. Paracelsus hat einiges bewegt und hat auch den Mut gehabt damals, das seinen Weg auch zu gehen. Und wir machen das so heute. Paracelsus hat Thesen genannt, so wie Luther damals auch Thesen genannt hat. Die haben ungefähr zur gleichen Zeit gelebt. Die lutherschen Thesen kennt man vielleicht. Paracelsus hat auch in der Medizin Thesen genannt. Und die gehe ich zu Beginn mal durch. Das sind die Ursachen für Erkrankungen nach Paracelsus, die man auch im heutigen Leben wunderbar übersetzen kann. Und dann, wer da noch Lust hat, der darf sich auch noch anhören, eine kleine Lesestunde. Ich lese hier noch ein paar Abschnitte aus einem Buch durch, was Paracelsus noch gesagt hat. Hochinteressant. Und erläutere das noch ein bisschen. Ich komme gleich mal zu den Thesen. Das sind die Ursachen für Erkrankungen. Und die kann man heute wirklich auch noch so hernehmen. Die erste These sind die Umwelteinflüsse. Also das Wetter spielt eine Rolle, der Biorhythmus, Schlaf-Wach-Rhythmus spielt eine große Rolle bei unserer Gesundheit, für unsere Gesundheit und die Natur selbst. Dann kommen die Verunreinigungen und Vergiftungen, da spreche ich auch oft drüber und schaue auch bei meinen Patienten nach. Also toxische Belastungen, ganz einfach. Dann Gene, unsere Gene, die wir geerbt haben, also ererbte Anfälligkeiten hat es Paracelsus genannt. Das hat er auch damals schon erkannt, dass wir von Mama und Papa und von Oma und Opa auch eine Konstitution erben. Das kann man heute auch wunderbar in Laboruntersuchungen nachprüfen. Dann geistiges Fehlverhalten als vierte These. Also wenn wir Angst haben, uns viel Sorgen machen, das führt in die Krankheit. Das hat eine ganz niedrige Frequenz, eine ganz niedrige Schwingung, die führt uns in die Krankheit, die schädigt das Immunsystem. Ne? Geistiges Fehlverhalten. Und schicksalshafte Fügung. Das Schicksal spielt auch noch eine Rolle, hat Paracelsus gesagt. Ich gehe nachher nochmals kurz auf die einzelnen Thesen ein und lese sie nochmals vor, ein bisschen ausführlicher. Dann hat Paracelsus natürlich auch hier zu diesen Thesen einen Heilungsweg gezeigt. Und das darf ich jetzt auch noch in Kürze sagen, ich lese es nachher nochmals vor aus diesem Buch. Erstens, der Weg in die Heilung oder zum Gesundbleiben, wenn du gesund bleiben möchtest, präventiv oder auch wenn du schon krank bist, der natürliche Weg. Das wären die Naturkräfte oder die Naturheilkräfte. Also zum Beispiel hat er aufgeschrieben Wärme- und Kältereize, das hat auch Sebastian Kneipp dann auch gemacht, ein paar Jahrhunderte später. Die Kräuterheilkunde, Heilkräuter, da habe ich auch schon viel drüber gesagt. In den Videos, die ich hier schon reingestellt habe, kannst du dir gerne anschauen. Die Natur selbst, also wir sind ja Natur, das vergessen viele Menschen, dass wir seit Jahrmillionen in der Evolution sind wir so geworden, wie wir sind. Wir sind Natur pur und die Natur gibt uns die Heilung. Wir sollen natürlich leben und natürlich die gesunde Ernährung, die gesunde Nahrung, hat Paracelsus damals auch schon gesagt. Dann gibt es den spezifischen Weg, das mache ich in meiner Praxis auch so, also das ist was Ganzheitliches. Der spezifische Wert heißt ein erprobtes Heilmittel für ganz bestimmte Symptome, also wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann gibt man ein Kopfschmerzmittel und am besten erstmal ein pflanzliches oder homöopathisches oder naturheilkundliches und man kann aber auch natürlich mal ein Ibuprofen geben oder ein anderes Schmerzmittel,
einfach ein erprobtes Heilmittel, das auf den Patient gerade auf das Symptom passt, dass wir ihm akut helfen können. Das wäre dann die Akutmedizin. Das ist dann die chronische Geschichte, um richtig zu heilen. Dann gibt es den charakteralen Weg. Der charakterale Weg, also der Charakter hat es, mit dem hat es was zu tun. Also eine Heilung durch Bewusstseinsveränderung. Der charakterale Weg. Lese ich nachher auch noch gleich aus dem Buch was drüber vor. Dann hat er gesagt, der geistige Weg, das nennt man auch Geistheilung, also dass wir unseren Geist heilen. Das sind ja keine Geister, die hier heilen, sondern dass unser Bewusstsein, unseren Geist geheilt wird. Segenswünsche. Paracelsus hat auch das mit Beten oder Gebete ausgedrückt oder Segenswünsche und gute Gedanken, ne, dass wir gute Gedanken haben, uns von Ängsten und Sorgen befreien. Und das zielt ja auf diese Dinge hier ab. Ne? Also geistiges Fehlverhalten, Angst, Sorgen. Wir machen uns gute Gedanken, keine schlechten. Und dann der Glaubensweg noch, da lese ich auch noch gleich vor, was er da gemeint hat. Durch Wunderheilungen, wie das Jesus zum Beispiel gemacht hat, oder die Apostel von Jesus, ist auch noch ein Weg, den Paracelsus beschrieben hat. Das wären mal die Thesen von Paracelsus. Jetzt machen wir noch eine kleine Vorlesestunde. Also wer hier jetzt, wenn du jetzt schon sagst, okay, das reicht mir, habe ich es mal gehört, was Paracelsus gesagt hat, dann darfst du auch gerne es abschalten. Ansonsten lese ich noch ein bisschen hier aus diesem Buch hier vor, 4000 Jahre Naturheilkunde. Ich zeige es nachher auch nochmals kurz in die Kamera. Also Paracelsus hieß eigentlich Theophrast von Hohenheim, ist 1493 bis geboren und 1541 verstorben. Ist nicht so alt geworden, ne? Theophrast Bombast von Hohenheim. Und er hat sich selbst Paracelsus genannt. Das kommt von Celsus. Das heißt, dass man etwas Neues beginnt. Und jetzt habe ich hier mal ein paar Abschnitte angestrichen, die ich jetzt einfach mal vorlese. Paracelsus ist tatsächlich, er hat geheilt. Und die Menschen, das waren häufig auch reiche Menschen damals oder einflussreiche Menschen, denen die normalen Ärzte haben nicht helfen können, die haben ihm die Quecksilber verabreicht haben, Aderlässe gemacht haben und so weiter. Und da hat Paracelsus gesagt, das ist nicht gut. Und dann haben die reichen Leute ihn trotzdem geholt, und dann hat er sie geheilt. Und dann haben sie nicht bezahlen wollen, weil sie haben sie dann vertrieben. Ne? Das kann man in der Geschichte hier genau nachlesen. Also mit Schimpf und Schande wurde der Arzt Paracelsus aus der Stadt Basel verwiesen. Doch so ist es Paracelsus sein Leben lang ergangen. Er war ständig auf der Flucht vor einem Mächtigen, den er geheilt hatte und der ihn als Dank dafür nach dem Leben trachtete. Dreimal saß er im Gefängnis. Vermutlich wäre er ebenso dem Henker zum Opfer gefallen, wie nicht weniger als 21 seiner Schüler. Wäre nicht stets zur rechten Zeit ein Kaiser, König, Fürst, Bischof oder Abt krank geworden und hätte ihn nicht der Kranke vor den Nachstellungen der schon Geheilten gerettet. Der Hass der Ärzte und Kollegen von Paracelsus war unvorstellbar. Die Undankbarkeit der Geheilten blieb beispielslos. Zu den Patienten des Paracelsus gehörten der Kaiser, 5 Fürsten und Bischöfe und die namhaftesten Gelehrten seiner Zeit wie Erasmus von Rotterdam ließen sich von ihm behandeln. Alle, die vor 450 Jahren Rang und Namen hatten, riefen nach ihm und jagten ihn davon wie einen räudigen Hund, sobald er wieder einmal geholfen hatte. Obwohl Paracelsus nur 47 Jahre alt geworden ist, gibt es kaum eine europäische Stadt, in der er sich nicht aufgehalten hätte. Er kam von Moskau
bis nach Assuan. Er hielt sich in Schottland, Schweden, Spanien, Portugal und in der Türkei auf. Ziemlich genau die Hälfte seines Lebens verbrachte er auf elenden Karren, auf staubigen, schlammigen, holprigen, eisigen Straßen. Doch bis heute gibt es keinen Ort und kein Land, das Paracelsus als den großen Sohn feiern möchte. So, jetzt überspringe ich ein bisschen was. Das war einfach mal so ein bisschen geschichtlich. Die Medizin, die ihm wahrscheinlich mehr als jedem anderen zu verdanken hat, übernahm stillschweigend seine Methoden und leugnete ihn ebenfalls weithin bis zum heutigen Tag. Er hat die Quellen der Heilbäder unserer Heimat chemisch analysiert und Nacht für Nacht in der Alchemistenküche nach neuen, wirksameren Arzneien gesucht. Damit wurde er zum Begründer der Naturwissenschaft und zum Vater seriöser Pharmazie. Ich überspringe jetzt nochmals was. Doch wer heilen will, muss wissen, jetzt wird es interessant, dass es einen viel wichtigeren Faktor gibt, jene Instanz nämlich, die diese Prozesse intelligent steuert. Paracelsus nannte diesen Lebensfunken, der seiner Meinung nach allen Dingen innewohnt, den Steinen ebenso wie den Pflanzen, dem Quellwasser und selbst dem flüchtigsten Gedanken. Arcanum hat er das genannt. Die ganze Welt, so sagt er, ist erfüllt von solchen Funken. Deshalb kann der eine mit Kräutern heilen, der andere mit Mineralien, der dritte, indem er seine Hände auflegt. Und Paracelsus, jetzt kommt, was er gesagt hat über die Ursachen der Erkrankungen, und das kann man wirklich 1:1 auf heute münzen. Die Elemente sind also nicht die Ursache, sondern das Mittel. Das bedeutet aber, man muss die Krankheiten aus ihrem eigenen samenden Ursprung erkennen. Man muss ursächlich behandeln. Das, was ich immer sage. Es handelt sich nicht um die Beseitigung des Bodens, in dem die Krankheit wächst, sondern um die Beseitigung der Krankheitsursache. Ihr wollt das Feuer hinwegnehmen und mit Kälte überwinden. Jene, die sich für Ärzte halten, pflegen 3 Pfund Kälte gegen 3 Pfund Hitze zu setzen und 5 Pfund Nässe gegen 4 Pfund Trockenheit. Das ist doch gerade so, als wollte einer einen brennenden Holzstoß mit winterlicher Kälte zum Gefrieren bringen. Man könnte solche Sätze modern ausdrücken. Jetzt wird es interessant. Jede Krebserkrankung, um nur ein Beispiel zu nennen, hat eine tiefere Ursache. Es kann deshalb keineswegs genügen, den Tumor wegzuschneiden, ihn zu verbrennen oder mit chemischen Zellgiften bis zur letzten Metastase zu zerstören. Das sind die 3 Methoden, die heute in der Schulmedizin gemacht wurden bei Krebs. Bestrahlung, Operation und Chemotherapie. Wenn die Ursache, die zum Krebswachstum geführt hat, nicht gefunden und beseitigt wird, wächst der Krebs erneut heran, immer wieder. Paracelsus war auch der Heilkunst unserer Tage weit voraus, als er festhielt, es gibt nur eine einzige Krankheitsursache, nämlich den Ungehorsam gegen die göttlichen Naturgesetze. Wir leben wider unsere Natur. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir krank werden, gell? Da unser Geist aber das Unteilbare, Ewige nicht in Begriffe fassen kann, müssen wir in heidnischem Stil schreiben, das heißt, wir müssen die verschiedenen Formen der Einheiten als Glieder dieser Einheit betrachten. Wenn wir das tun, finden wir 5 verschiedene Krankheitsursachen, in denen alle Leiden entstehen. Und diese 5 Ursachen sind nach Paracelsus Meinung eben diese. Und das lese ich jetzt zum Abschluss nochmals vor, weil das ist wichtig. Die Umwelteinflüsse ganz allgemein, von Wetter, dem Klima und landwirtschaftlichen Eigenheiten bis hin zu biorhythmischen Voraussetzungen, die mit dem großen kosmischen Rhythmen im Einklang stehen müssen. Gesund ist nur, was mit der ganzen Schöpfung in Harmonie lebt. Das ist die 1. These. Die 2. Verunreinigung und Vergiftungen.
In Bergwerken vor allem hat Paracelsus schon in frühester Jugend typische Berufskrankheiten wie Blei- und Arsenikvergiftungen kennengelernt. Und heute, in unserer heutigen Zeit, haben wir nicht nur Blei und Arsenikum. Wir haben so viele toxische Einflüsse, die uns belasten. Das kann man gar nicht streng genug unterstreichen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Braucht man auch nicht wundern, wenn wir krank werden. Dritte These. Anlagebedingte Voraussetzungen, ererbte Anfälligkeiten, wie sie etwa bei Diabetes, Allergien, angeborenen Herzfehlern gegeben sein können. Das hat Paracelsus auch schon erkannt, dass wir auch quasi Gene haben, ne, die wir erben. Der hat also auch schon eine Familienanamnese gemacht. So wie wir das heute ja auch machen sollen. Geistiges Fehlverhalten, eine falsche Einstellung zum Leben, wozu vor allem übertriebene Angst und übertriebene Sorgen gehören. Das ist nicht gut. Und schicksalshafte Fügungen, hier fünfte These, dem Menschen von Gott als Prüfung geschickt, aber auch ungehorsam gegenüber dem Schöpfungswillen Gottes, worunter er vor allem Entscheidungen gegen das eigene Gewissen verstand. Das hat Paracelsus auch noch gesagt. Und entsprechend der fünf Krankheitsursachen gab es für Paracelsus auch fünf Hauptwege der Heilung. Und die machen wir jetzt auch noch kurz durch hier. Nochmals der natürliche Weg, lese ich jetzt vor. Nämlich die Anwendung der Naturkräfte im weitesten Sinn, Wärme- und Kältereize, Klimakur, gesunde Speisen und Heilkräuter. Heute haben wir noch mehr Möglichkeiten in der Naturheilkunde, die wir anwenden können. Viel mehr Möglichkeiten. Das ist das Tolle. Und da muss man dann schauen, als Arzt oder Therapeut, dass man die Ursachen eben erkennt und dann auf die Ursachen eingeht und dann hier das große Ganze heilt des Patienten. Dass wir die Ursachen, alle Ursachen diagnostizieren und die spezifisch behandeln und den gesamten Körper, das Immunsystem behandeln. Zweiter Weg hier, der spezifische Weg. Der spezifische Weg, nämlich die Anwendung eines aus der Erprobung hervorgegangenen Heilmittels gegen eine ganz bestimmte Krankheit, also das Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen, das Abführmittel gegen Verstopfung, das Kreislaufmittel gegen Kreislaufstörungen. Das wäre dann die akute Behandlung und wie gesagt, wenn es irgendwie geht, eben auch mit naturheilkundlichen Verfahren, so mache ich das auch in meiner Praxis. Ich schaue immer, was fehlt dem Patienten, wegen was kommt denn der, wie kann ich sofort helfen, was kann ich jetzt sofort tun, aber wo ist denn die Ursache der Erkrankung und da muss dann langfristig drauf eingegangen werden in der Therapie. Dann haben wir den charakteralen Weg, darunter verstand er die Heilung durch suggestive Beeinflussung, durch positive Beeinflussung des Kranken, der aufgerichtet, also charakterlich verändert wird. Es ist ein Fehler von vielen Ärzten, Angst zu machen, egal welche Erkrankung da ist. Man soll den Patienten bitte aufbauen, ihm Hoffnung geben, ihm den Weg in die Heilung zeigen. Und das sollte dann auch funktionieren, ne? Aus der Erfahrung heraus. Das ist ganz wichtig. Und das sind natürlich Therapeutengespräche, ärztliche Gespräche notwendig, die eben nicht in 3 oder 5 Minuten abgehandelt werden können. Das funktioniert absolut nicht. Ich brauche in meiner Praxis 1, 2 oder sogar 3 Stunden oder länger. Und die Zeit nehme ich mir dann entsprechend und spreche mit den Patienten. Dann haben wir noch den geistigen Weg, nämlich die Geistheilung, die Heilung durch Segenswünsche und gute Gedanken, habe ich vorhin schon erwähnt, dass wir unseren Geist auch heilen, weil der doch manchmal auch sehr eingefahren ist und vom Ego besessen oder weiß Gott was, ne? Oder vom Materiellen, von unseren gesellschaftlichen Konformitäten, vom gesellschaftlichen Kollektiv. Das ist alles natürlich nicht gut für unsere Gesundheit. Und dann zum Schluss haben wir noch den Glaubensweg. Gemeint ist die eigentliche Wunderheilung.
wie Jesus und seine Apostel, wie sie Jesus und seine Apostel vollbrachten. Wer die Wahrheit glaubt, wird gesund. Das ist auch wichtig. Wenn wir nicht dran glauben, gesund zu werden, oder wenn zu mir ein Patient kommt, der skeptisch ist mit der ganzen Therapie. Ich höre auch oft die Homöopathie, völliger Schwachsinn und weiß Gott. Oder daran glaube ich nicht. Diesen Satz höre ich oft, daran glaube ich nicht, was Sie mir jetzt sagen. Gut, dann versuche ich natürlich dahin zu gehen, was der Patient dann glaubt. Und dann mache ich das mit ihm. Dann habe ich auch einen Erfolg. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Aber ich weiß ja, dass es funktioniert. Oder wir Ärzte und Therapeuten wissen ja, dass dieser Weg funktioniert, die wir so behandeln, aus der Erfahrung heraus. Also ich drücke mich nochmals anders aus. Wenn jemand krank ist, sollte er daran glauben, wieder gesund zu werden. Oder wie Jesus sagte, betet, als habt ihr es schon bekommen. Und nicht, ich möchte in Zukunft irgendwann gesund werden, sondern betet, als habt ihr es schon bekommen. Also glaube dran, dass du gesund bist. Das hat Paracelsus damit gemeint. Vielleicht der wichtigste Satz in den Schriften des Paracelsus aber lautet, wer die Heilkräfte der Wurzeln und Kräuter kennt, ist ein Mensch. Wer die des Wassers und des Feuers kennt, ist ein Dämon. Einer, der die Kraft des Gebets zur Heilung einzusetzen vermag, ist ein Prophet. Aber wer über den Geist Bescheid weiß, der ist ein Gott. Das hat Paracelsus gesagt. Er selbst kannte sich am besten aus in den Anwendungen von Pflanzen und Wurzeln. Er war als Alchemist seiner Zeit weit voraus und schuf mit Feuer und Wasser Medikamente, die so vortrefflich wirksam waren, dass man ihn für einen Zauberer hielt. Wo es am Platze und hilfreich sein konnte, setzte er Gebet und persönliche Zuwendung als Heilmittel ein. Seine größten Wunder aber vollbrachte er ohne Pflanzen, ohne Quecksilber und Goldpräparate und ohne Gebet. Er entfachte in dem Patienten den Lebenswillen. Er überzeugte sie von der grenzenlosen Mächtigkeit der Heilkraft im eigenen Leib. Er weckte die Lebensgeister und darunter verstand er etwas, das leibhaftig Gestalt annehmen konnte. Das ist auch sehr wichtig, wie gesagt. Wenn man sich heute mit Heilrezepten des Paracelsus befasst, es ist uns eine Fülle solcher Rezepte in seinem umfangreichen Werk enthalten, die ewige Jugend, Schönheit und Heilung versprechen, sollte man nicht nach Wundermitteln suchen, die womöglich besser und wirksamer sind als das, was es heute in Apotheken gibt. Die meisten Rezepturen, so darf man annehmen, stammen sowieso nicht von Paracelsus selbst. Sie sind eine Auslese aus der riesigen Fülle, die er während seines unsteten Wanderlebens zusammengetragen hat. Mancher Tee dürfte schon Jahrtausende alt sein. Manches Pulvers auf assyrische, babylonische, ägyptische, altrömische Heilkunst zurückgehen. Paracelsus hat alles, was er unterwegs fand, geprüft, das Heilsame weiterempfohlen, ohne die Quellen anzugeben. Und wenn man es hier noch schaut, da kommen noch ein paar Rezepte von Paracelsus, dann hat er das so gemacht, zum Beispiel zur Stärkung der Abwehrkräfte hat er genommen, ein Branntwein, also er hat einen Schnaps genommen, ein Maß, dann hat er Myrrhe reingemacht, 4 Lot, dann hat er Tonerde reingemacht, 1 Lot, dann hat er Salbenwurzel reingemacht, 2 Lot, Baldrianwurzel und Kampfer und dann hat man das stehen lassen, eine Woche und dann sollte man das Teelöffel oder Esslöffel, also löffelweise einnehmen und sich danach hinlegen, nichts essen und schlafen. So ähnlich, wie ich das jetzt mit meinen Kräuterelixieren gezeigt habe. Das ist ein altes Heilwissen. Oder ein Verjüngungselixier, da hat er Heublume, schwarzen Nieswurz genommen, Safran, Schöllkraut und Melisse und das Ganze auch mit Wein angesetzt. Und davon soll man dann schluckweise, teelöffelweise sogar das einnehmen. Ja? Also braucht man gar nicht so viel. Jetzt zeige ich das Buch nochmal hier kurz rein in die Kamera, wen es interessiert. Schönes Buch, es sind auch andere Heiler beschrieben. Das heißt 4000 Jahre Heilkunde vom Kopf Verlag, Kurt Allgeier.
wenn es interessiert. Schöne Bücher. Also, was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte mich jetzt nicht mit Paracelsus auf die gleiche Ebene stellen, um Gottes Willen, nein. Aber das sind genau die Dinge, die ich seit 20 Jahren predige in meiner Praxis. Wir müssen die Ursachen suchen. Wir dürfen die Symptome behandeln, aber wir müssen immer auch ursächlich behandeln. Wir müssen immer auch ursächlich behandeln. Und wir haben meistens nicht nur eine Ursache für Erkrankungen, wir haben mehrere. Wir haben sie auf der körperlichen Ebene, und da muss man genau gucken, und man kann heute ganz genau gucken, viel, viel genauer als Paracelsus es damals konnte, viel, viel, viel genauer. Wir können auf der geistigen Ebene schauen, wir können auch auf der seelischen Ebene schauen. Und solche, ich drücke mich immer so aus, solche Blüten in unserer Vergangenheit wie Schamanen, Heiler, Gurus, Propheten, Jesus, Paracelsus, Hippokrates oder auch neuzeitlichere wie Eckhart Tolle oder Ramdas, Buddha damals. Es waren einzelne Blüten, es waren alte Seelen, die wollen Licht und Gesundheit auf die Welt bringen. Meistens hat man sie dann verfolgt oder sogar umgebracht. Jetzt kann man sich fragen, ob sich das heute auch noch so abspielt, so ähnlich. Na? Gut, das darf jeder selbst beantworten. Also, bitte Eigenverantwortung übernehmen. Übernimm Eigenverantwortung für deine Gesundheit. Mach dir darüber mal Gedanken, was auch schon vor 500 Jahren hellsichtige Menschen versucht haben, in diese Welt zu bringen. Sie haben versucht, Licht in die Welt zu bringen. Also, in diesem Sinne, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao.